Du bist gerne auf mehrtägigen Bikepacking-Touren unterwegs und willst weiter deine Ausrüstung optimieren, oder du planst deinen ersten mehrtägigen Bikepacking-Trip überhaupt und fragst dich, was soll ich da überhaupt mitnehmen, ohne zu viel Gewicht mitzuschleppen, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn in diesem Loadout-Video werde ich dir verraten, was ich für eine einwöchige Bikepacking-Tour mitnehme und zeige dir im Detail, was in meinen Taschen ist. In einem meiner letzten Videos habe ich euch ja schon gezeigt, welche Taschen ich nutze und wie ich die montiere an meinem Canyon Grail. Das ist am Ende auch nicht viel anders, als wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin, mit dem einzigen Unterschied, dass ich vorne am Lenker den Ortlieb Handlebar nutze, anstatt dem Ace Pack und dem Schlafsack separat. Das Basisgewicht, sprich aller Taschen und der ganzen Dinge, die da drin sind, sowie der Flaschen, Luftpumpe und all dem, was so am Bike montiert ist, liegt als Zielrichtung immer unter 10 Kilo. Das habe ich mir selber als Ziel so gesetzt, natürlich dementsprechend ohne Getränke und Lebensmittel. Und das natürlich inklusive Zelt und Co. Aber auf geht's, wir schauen uns das jetzt mal im Detail an. Mit Rucksack fahre ich eigentlich gar nicht mehr, deswegen habe ich immer ein Hip-Pack oder eine Hüfttasche dabei. Das hier ist jetzt keine besondere, das ist eine von Amazon, 15 Euro oder so, reicht völlig aus. Hier packe ich immer alles das rein, was klein ist, und auch meine Wertgegenstände. So habe ich auch, wenn ich mal in den Supermarkt zwischendurch gehe oder mein Bike irgendwie zur Seite stelle, immer alles Wichtige dabei. Kann mir also nicht geklaut werden, sprich, wenn das Fahrrad weg ist, ist nicht auch gleich alles an Wertsachen weg. Was habe ich alles drin? Schauen wir rein. Dann ist hier eigentlich in dem ersten Fach alles das dabei, was ich zum Reparieren von einem Fahrrad brauche, beziehungsweise anderer Kleinkram. Wieder mein beliebtes Mikroschloss. Um es kurz vor beim Bäcker oder so anzuschließen. Dann habe ich ein Multitool von Topeak dabei. Da ist alles dabei, was ich unterwegs brauche. Insbesondere auch ganz wichtig ein Kettennieter. Das ist etwas, falls einem die Kette mal reißen sollte, ist das unverzichtbar. Würde ich immer empfehlen, eins mitzunehmen. Ansonsten an Imbus und sonstigen Schraubenziehern alles mit dabei, was man braucht. Inklusive der Mantelheber natürlich. Die darf man auch nicht vergessen, sind nicht bei allen Multitools dran. Bei dem hier sind die mit dabei. Das nehme ich immer mit. Dann habe ich ein super mini Multitool dabei von Leatherman, den Leatherman Squirt. Das ist so ziemlich das kleinste Multitool inklusive Zange, was ihr kaufen könnt. Wiegt ca. 50 Gramm, hat neben der Zange Messer dabei, eine kleine Feile, Schraubenzieher. Alles das, was sonst im Schweizer Taschenmesser natürlich mit dabei ist, allerdings deutlich kleiner, reicht vollkommen aus und spart auch noch mal einiges an Gewicht. Super verarbeitet, das nehme ich jetzt auch immer mit. Zum Reparieren, Fahrrad natürlich immer ein bisschen was an Flicken, Kabelbinder, Klettkabelbinder, normale Kabelbinder. Ganz wichtig, immer so ein kleiner Adapter für die Ventile, sodass ihr zur Not auch an der Tankstelle mal aufpumpen könnt. Ansonsten habe ich Kettenschloss dabei, hier noch ein kleiner Torx-Schlüssel, der mir sonst fehlt an dem Multitool. Bisschen Draht, um die Kette zu halten, wenn ich die Kette mal neu nieten muss. Hier war eigentlich eine beim Multitool dran, den habe ich irgendwie verloren. Bisschen Draht dabei kann man auch sonst brauchen, bisschen Panzertape, alles das, was man so für unterwegs braucht. Was ich eigentlich auch immer noch empfehlen kann, ich habe es allerdings selber auch nie dabei, habe es auch noch nie gebraucht, das ist ein Ersatzschaltauge fürs Bike. Da warte ich, glaube ich, so lange, bis mir mal unterwegs eins kaputt geht, ehe ich wirklich mal dran denke, mir eins mitzunehmen. Mal weiter gucken, dann habe ich auch hier mal dabei die Ersatzgläser bzw. die Wechselgläser für meine Sonnenbrille. Das hier sind jetzt die Orangen für besseren Kontrast in der Dämmerung oder auch im Wald. Kleines Brillenputztuch. Dann auch fürs Fahrrad ganz wichtig natürlich, gerade auf mehrtägigen Biketouren, das vergisst man häufig. Kettenöl, das fülle ich mir ab in 15 Milliliter Tropfflaschen. Das reicht locker für eine Woche aus. Man so circa 1 Milliliter pro Tag rechnet, wenn man so täglich schmiert, reicht das vollkommen aus. Nimmt kaum Platz weg, ist das günstigste, als wenn man sich günstiger, als wenn man sich jetzt andere kleine Flaschen irgendwie kauft. Einfach eine große Flasche, die abfüllen und dann hat man das dabei. Auch immer griffbereit, ebenfalls in 15 Milliliter abgefüllt, ist so Desinfektionsgel, reicht für eine Woche auch völlig aus, braucht man nicht unnötig die großen Flaschen mitnehmen. Ebenfalls auch jederzeit dabei Sonnencreme oder Sonnenspray, zumindest gerade für den Sommer, abgefüllt hier, glaube ich, in 25 Milliliter Flaschen. Reicht auch für eine Woche aus, jederzeit griffbereit. Gucken wir weiter. Da habe ich in dem Fach, glaube ich, soweit erstmal nichts mehr dabei. Gucken wir in das Größere.
Dann geht es hier weiter. Hier habe ich jetzt alles so ein bisschen drin, was Technik oder Elektronik ist. Da das Wichtigste, gerade auch für Overnight oder Bikepacking, ist eine Stirnlampe. Das hier ist jetzt die Nightcore NU25. Richtig geiles Teil, wiegt nur gut 50 Gramm, ist so ziemlich mit das Leichteste, was ihr kaufen könnt. Es gibt sogar welche Tutorials bei YouTube, die tauschen sich das dicke Band hier noch aus, weil das doch relativ schwer ist, um dann halt nochmal 20 Gramm zu sparen. Die hat alles, was man braucht, recht starkes Licht, die hat ein angenehmes kleines Leselicht, also auch mal abends für Zelt. Und ganz wichtig, was ich immer empfehle, ist die ist auch ein Rotlicht, ist einfach in der Dämmerung einfach für die Augen nochmal deutlich angenehmer. Kann man hier oben einstellen und ebenfalls noch ganz wichtig, lässt sich nachladen per Micro-USB. Da setze ich bei allen meinen elektronischen Geräten drauf, dass die nachladbar sind, weil ich eine Powerbank dabei habe, komme ich gleich noch zu. Und so brauche ich keine zusätzlichen Akkus mitnehmen. Bleiben wir gleich beim Thema Elektronik. Dann habe ich hier meine kleine Tüte. Und da kann man auch richtig was an Gewicht und Platz sparen, wenn man nicht die ganzen Standard-Ladekabel mitnimmt. Ich gehe hier sehr minimalistisch. Da gibt es diese total genialen Mini-Ladekabel. Gibt es bei Amazon auch. Das hier ist einmal das für mein iPhone. Dann eins mit dem USB-C, nehme ich zum Laden von meiner GoPro. Und dann noch mit so einem Mikro-Adapter hier. Kommt vorne drauf. Dann kann ich sogar noch Mikro-USB laden. Das ist total genial. Gewichtstechnisch eigentlich überhaupt nicht zu schlagen. 4 Gramm wiegt zum Teil. Braucht kein Mensch so ein meterlanges Kabel mitschleppen. Ladekabel für meine Garmin Fenix. Das ist leider so ein Sonderstecker. Den gibt es nicht in ganz kurz. Nehme ich aber auch mit. Das ist immer noch deutlich leichter als irgendwelche Akkus. Natürlich ein kleines Netzteil. Ersatzakkus für die GoPro. Insgesamt habe ich immer 3 Stück dabei. Ich nummeriere mir die immer. Das ist ganz hilfreich, weil sonst weiß man hinterher nicht mehr, welcher geladen ist und welcher nicht, wenn man den Akku wechselt. Zur Powerbank komme ich gleich. Die ist im Seatpack drin, deswegen einfach, weil sie deutlich schwerer ist. Und ich nutze sie eh nur abends dann, wenn ich im Zelt bin. Was habe ich noch in der Tasche? Dann immer griffbereit mein Spork, wenn ich mir unterwegs was zu essen hole, wofür ich Löffel oder Gabel brauche. Dann immer ein paar getrocknete Waschlappen oder Handtücher mit ein paar Tropfen Wasser, dehnen die sich aus. Und dann hat man einen feuchten Lappen, kann sich mal ein bisschen sauber machen. Sehr schön, gibt es in einer großen Packung, auch bei Amazon. Und dann dieses kleine geniale Teil. Ich habe es auf meiner letzten mehrtägigen Bikepacking-Tour wirklich richtig zu schätzen gelernt. Das ist der Nano Daypack von Sea to Summit. Wiegt nur wenige Gramm. Ist, glaube ich, so ziemlich der kleinste Rucksack, den ihr kaufen könnt. Hat, muss ich überlegen, ich glaube 20 Liter Volumen. Sehr reißfest, nahezu wasserdicht. Den nutze ich immer, wenn ich auf dem Weg zum Campingplatz oder zur Übernachtung bin, um nochmal einzukaufen. Dann packe ich hier alles rein, setze mir den für die letzten 2-3 Kilometer bis zum Schlafplatz oder bis zum Campingplatz auf. Super reißfest und minimalst verstaubar. Kann man auch sehr gut auf dem Campingplatz nutzen, um da, wenn man zum Duschen geht, seinen ganzen Krempel reinzupacken. Also das Ding ist total genial, habe ich immer griffbereit dabei. Ist nicht ganz günstig. Ich finde das Teil trotzdem total cool. Super praktisch. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, sich so kleine Einkaufsbeutel mitzunehmen. Das würde ich aber auf jeden Fall immer empfehlen, um dann halt einfach spontan nochmal für Stauraum zu sorgen. Wenn man nochmal einkaufen geht, dann ist das eine richtig coole Sache. Das nächste, was ich hier noch in der Tasche habe, das packe ich immer hinten rein, dann wird die Tasche nochmal ein bisschen stabilisiert, ist mein Sitzkissen. Will ich halt auch jederzeit griffbereit haben. Einmal aufklappen. Falls es mal nass ist irgendwo oder sehr felsig, hat man da immer gleich was zum Sitzen. Autoschlüssel oder Hausschlüssel habe ich natürlich auch noch in der Tasche, die habe ich jetzt auch nicht reingepackt. Das Letzte, was in der Tasche ist, ist immer EC-Karte, Krankenversicherungskarte, bisschen Bargeld, so das Typische, was man dabei haben sollte, gegebenenfalls Führerschein und Ausweis natürlich. In so einer kleinen Plastikhülle reicht vollkommen aus, braucht man nicht das große Portemonnaie. Die Tasche ist jetzt, wie gesagt, gar nicht ganz voll gewesen. Ich habe hier immer noch gut Platz für kleine Snacks, Riegel, Banane, Nüsse oder sonstiges, was man immer griffbereit haben will. Gegebenenfalls nochmal ein zusätzliches Getränk, was ich mir hier in die Seitentasche reinpacke. Und in so einem kleinen Fach, was ich mir noch dran gemacht habe, einfach meine Sonnenbrille, dann kommt mir die nicht weg. Da packe ich die immer rein und habe sie griffbereit. Direkt am Bike habe ich gar nicht viel montiert. Das eine natürlich
eine vernünftige Luftpumpe. Die ist jetzt von Lee sein. Guter Kompromiss aus Gewicht, Größe, sprich Punktvolumen und auch Robustheit. Die ist komplett aus Aluminium. Und was ich immer sehr gut finde bei kleinen Luftpumpen, ist, wenn die einen separaten Schlauch hat, den man komplett aufschrauben kann aufs Ventil. Beide Ventilarten. Das ist deutlich komfortabler. Dann habe ich immer einen Ersatzschlauch mit dabei. Rücklicht natürlich. Das ist jetzt ein schon älteres von Sigma, tut aber noch seinen Dienst. Wichtig hier einfach auch nachladbar per Micro-USB. Und natürlich zwei Trinkflaschen. In die passt effektiv jeweils 900 Milliliter rein. So habe ich 1,8 Liter immer griffbereit. Das ist sehr praktisch. Falls ich auf Campingplätzen übernachte, habe ich mittlerweile auch immer noch mal ein größeres Schloss mit dabei. Da schließe ich meistens das Bike noch mal nachts an einem Baum an. Da habe ich jetzt hier das Erweiterungskabel von meinem Kryptonite-Schloss, also Stahlflexkabel, und mit einem kleinen Abus-Zahlenschloss. Das ist dann deutlich einfacher. Man muss nicht noch einen zusätzlichen Schlüssel mitnehmen, hat das immer griffbereit. Das reicht oder ist für mich zumindest ein guter Kompromiss aus Sicherheit und Gewicht. Das wickle ich vorne immer um Schlafsack, dann habe ich das auch immer griffbereit. Geht es weiter mit dem, was ich vorne am Lenker montiert habe. Ebenfalls immer griffbereit. Meine Regenjacke. Die habe ich jetzt hier in so einen alten Regenjackenbeutel eingepackt, weil ich den mit den Klettverschlüssen immer gut befestigen kann. Da drin habe ich die Montane Minimus Regenjacke. Wiegt gut 200 Gramm. Eine schöne Kapuze. Schönen hochschließbaren Kragen. Lässt sich sehr schön klein verstauen. Wassersäule von, glaube ich, 20.000, ich weiß es gerade nicht. Regenhose und Co. komme ich später zu, das habe ich hinten im Seatpack drin. Dann ebenfalls vorne am Lenker montiert, in dem Acepack, ein Großteil von meinem Schlafsetup. Da reinschauen, ob ich jetzt die richtige Seite erwischt habe, jawohl. Meine Unterlage, TLGE Polyguard, knapp 50 Gramm, sehr reißfester Kunststoff. Sieht zwar aus wie Frischhaltefolie, hat sich aber bisher sehr bewährt. Ich weiß nicht, wie viel Nächte ich die mittlerweile genutzt habe, da ist noch kein Loch drin. Schützt gut vor Feuchtigkeit und ganz spitzen Dingen unterm Zelt. Richtig cool. Dann gucken wir weiter. Dann habe ich hier mein aufblasbares Kopfkissen mit dabei. Braucht nicht jeder. Manche packen sich das ein paar Klamotten in den Kompressionssack vom Schlafsack rein. Ich nehme das ganz gern mit. Dann geht es weiter zum Thema Isomatte. Hier habe ich jetzt aktuell dieses Video mal die Thermarest Neo Air X-Term, eigene Winter-Isomatte mit einem R-Wert von über 7, mit Flicken natürlich. Total cooles Teil. Ich finde es sehr, sehr angenehm, sehr bequem. Im Sommer habe ich eigentlich noch eine Uberlight, die wiegt nur gut 300 Gramm. Ich habe sie jetzt gerade eingeschickt, weil sie Luft verliert. Also je nachdem, ob ich jetzt drei Jahreszeiten oder im Winter unterwegs bin, nehme ich die hier. Ich habe sie auch schon im Sommer genutzt. Ist im Sommer natürlich overengineert, aber falls die eine kaputt ist, nehme ich halt einfach eben die andere. Habe ich immer Ersatz da. Das Letzte, was ich noch im Acepack drin habe, ist meine komplette Zeltplane von meinem MSR Hammer NX. Da ist einmal das Innen- und das Außenzelt mit dabei und die Heringe dazu. Stangen habe ich hinten auf dem Seatpack. Wie gesagt, falls das mal etwas feucht ist, ich habe ja die Isomatte nochmal im Pumpsack verpackt, sodass das auch nochmal ein bisschen geschützt ist. Falls ich das etwas feucht einpacken muss, dann funktioniert das auch, wenn ich das alles vorne reinpacke. Ebenfalls vorne am Bike habe ich meinen Schlafsack. Den habe ich jetzt hier in diesem Kompressionssack nur deswegen drin, weil ich diese Riemen immer ganz gut nutzen kann, um es am Bike festzumachen, damit der natürlich trocken bleibt. Habe ich da drin ein Drybag von Ortlieb, 10 Liter. Da passen eigentlich so ziemlich die meisten Schlafsäcke gut rein. Falls man einen größeren hat, ist der in der Regel zum Bikepacking eh zu groß. Also ich finde immer, das ist ein gutes Richtmaß. Wenn ein Schlafsack hier so ein 10 Liter Drybag reinpackt, passt, dann ist das passend. Zusätzlich habe ich auch je nach Temperatur neben dem Schlafsack auch noch ein Inlay. Ein Inlet mit dabei, um den Schlafsack ein bisschen zu schützen. Das ist jetzt hier der Reaktor von Sea to Summit.
Gibt es in verschiedenen Ausführungen für verschiedene Temperaturen. Nehme ich immer mit. Für den Sommer habe ich sogar noch mal einen dünneren. Und dann natürlich ganz normal der Schlafsack. Je nachdem, ob ich jetzt im Sommer unterwegs bin oder im Herbst. Im Herbst nehme ich eher einen Drei-Jahreszeiten-Schlafsack. Im Sommer diesen ganz klassischen Sommerschlafsack. Den hole ich jetzt hier aber nicht ganz raus. Damit kommen wir auch schon zur letzten und größten Tasche. Hinten mein Ortlieb Seatpack in der Größe L. Obendrauf habe ich immer die Stangen von meinem Zelt, von meinem MSR Hubba. Ist ein bisschen das Blöde, die sind ein bisschen sehr lang, das heißt, die passen in keine Tasche rein. Es gibt natürlich auch spezielle Bikepacking-Zelte. Ich fand das MSR Hubba jetzt einen guten Kompromiss aus Gewicht und Preis. Funktioniert auch so ganz gut, wenn man die hinten mit draufpackt. Die Tasche wiegt übrigens ziemlich genau 5 Kilo, ist damit entsprechend der Herstellerangaben auch nicht überladen. Auch nicht für die Belastbarkeit meiner Sattelstütze von meinem Grail. Da habe ich so ein bisschen drauf geguckt. Das heißt, das ganze Ding inklusive der Stangen wiegt ca. 5 Kilo. Außen dran gemacht, mal sehr praktisch, einfach die Badelatschen. Dann muss man die da nicht reinstopfen. Dann machen wir das ganze Ding mal auf. Dann packe ich nach ganz hinten immer die Dinge, auch wenn ich in der Regel tagsüber nicht dran muss, packe ich trotzdem hier ganz nach hinten immer die Dinge rein, die ich möglicherweise tagsüber doch mal spontan brauche. Das erste ist immer ein bisschen Klopapier. Dann, ganz wichtig, selbst zusammengestelltes Erste-Hilfe-Set. Da ist auch nochmal Autan mit drin, Desinfektionsspray abgefüllt, Tabletten, Zeckenzange, Verbandsmaterial, Blasenpflaster, also alles das, was man hoffentlich nicht braucht, aber dabei haben sollte. Dann mein Mini-Kulturbeutel. Ich habe ein eigenes Video zum Thema Hygiene auf Tour gemacht. Das verlinke ich euch oben nochmal. Da gehe ich nochmal im Detail drauf ein, was hier mit drin ist. Sprich, wie kann man da Gewicht sparen mit Zahnbürste, Waschmittel, Zahnpasta, Tabs und Co. Das heißt, die kommt jetzt erstmal nicht rein. Dann habe ich meine komplette Küche dabei. Da habe ich einmal am Anfang hier drin in diesem kleinen Titanbecher. Mit Deckel ist noch mein Kocher mit drin, kleiner zurechtgeschnittener Schwamm, das ist ein Drittel von so einem normalen Standardschwamm. Und dann habe ich hier mal so einen kleinen Flaschencap mit dabei, wo ich mir ein Loch eingebohrt habe. Da kann man sich gegebenenfalls, wenn man sich unterwegs mal Hände waschen will oder was auch immer, das kann man sich mal auf eine Flasche drauf schrauben. Das ist ganz praktisch. Dann habe ich hier meinen Kocher. Wirklich super zuverlässiges Teil gab es mal im Set mit dem Topf. Nicht viel gekostet, sehr schön klein verstaubar, hat eine elektrische Zündung, die ist auch sehr zuverlässig, hat bisher noch nie versagt. Zur Not habe ich allerdings immer noch mal ein paar Streichhölzer mit dabei, habe ich bisher nicht gebraucht. Und dann ist das einmal der Kocher. Gucken wir weiter, ganz wichtig, wenn man nicht immer eine Bank hat oder ähnliches, wo man es draufstellt, hier mein kleines Dreibein für die Kartusche, die man da einhaken kann. Kartusche habe ich immer eine 100 Gramm mit dabei, die kaufe ich mir im Mehrfachpack, das reicht für ein paar Tage immer völlig aus. Dann habe ich hier so einen kleinen Lappen, zum einen damit das da drin nicht so rumklappert und auch mal zum Auswischen. Dann habe ich hier auch von Optimus meinen Windschutz, den kann man sehr schnell und einfach hier drauf klemmen. Gibt sicherlich noch leichtere Varianten, aber das ist für mich noch ein guter Kompromiss gewesen. Ist auch recht stabil. Dann habe ich meinen Topf dabei. Der hier hat jetzt 800 Milliliter. Also habe ich eigentlich alles das, was ich kochen will, habe ich etwas damit dabei. Genau, Müllsack. Der gehört ja eigentlich sonst auch noch mal mit rein. So, dann schauen wir weiter. Dann geht es weiter mit Regensachen. Die sind natürlich auch mal recht weit vorne. Dann habe ich jetzt hier so Regenüberschuhe, Überzieher. Ich schwanke immer wieder, nehme ich sie mit, nehme ich sie nicht mit. Ich bin so ein bisschen vorbelastet, weil ich mal einen Alpencross gefahren bin, dreiviertel der Zeit im Dauerregen. Und da habe ich die wirklich sehr zu schätzen gelernt. Weil wenn man sonst tagelang nasse Füße hat, macht das keinen Spaß mehr. Deswegen habe ich die immer mit dabei. Wiegen nicht übermäßig viel. Dann natürlich eine Regenhose. Das ist jetzt schon eine ältere von
Alex, glaube ich, aber die reicht immer noch. Dann ein paar Klamotten. Merino-Wolle, ein langes von Decathlon. Entweder für nachts oder für abends im Camp. Alternativ bzw. zusätzlich auch nochmal meine Softshelljacke, die ich auch zum Fahren anziehen kann. Die werde ich wohl bald ersetzen müssen. Die ist von Kraft. Die ist mittlerweile schon viele, viele Jahre auf dem Buckel. Funktioniert aber immer noch richtig gut. Dann geht das weiter. Dann habe ich nochmal eine zweite Fahrradhose dabei. Das ist jetzt eine von Endura, die FS260 mit Trägern. Passt mir persönlich hervorragend. Ich finde das Sitzpolster richtig gut. Ist von der Preis-Leistung noch in Ordnung, wenn man sich überlegt, wie teuer Fahrradhosen mittlerweile sind. Mir das gleiche Modell 3 Jahre später nochmal gekauft und da ist die mal glatt 30 € teurer geworden. Also das ist momentan schon richtig krass, wie teuer das geworden ist bei Klamotten. Dann habe ich hier noch ein langes Trikot mit dabei. Alternativ kann man sich natürlich auch ein kurzes einpacken mit ein paar Ärmlingen. Nochmal ein kurzes Trikot zum Wechseln. Dann einen Netzbeutel. Hier, wie gesagt, so ein Obst- und Gemüsebeutel aus dem Rewe. Da packe ich dann meine schmutzigen Sachen einmal mit rein. Ist das vernünftig organisiert in der Tasche? In dem anderen Netzbeutel habe ich so ein bisschen Unterwäsche, Socken. Also diesem Kleinkram. Dann geht das weiter mit meinem Mini-Handtuch, dem Airlight Towel von Sea to Summit, wiegt gut 50 Gramm. Ich habe es in dem anderen Video, wo es um das Thema Hygiene auf Tour ging, auch einmal beschrieben. Was ich jetzt seit neuestem mit dabei habe, ist immer ein Mückennetz, auch von Sea to Summit, 11 Gramm. Das gehört von jetzt dann immer zu meiner Standardausrüstung, einfach weil ich in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen, dadurch, dass es dieses Jahr so feucht ist, so viele Mücken immer gehabt habe und das war richtig nervig. Und deswegen habe ich das jetzt immer mit dabei, einfach fürs Gesicht, was man jetzt durch lange Klamotten nicht großartig schützen kann. Dann habe ich noch mal ein kurzes Merino-Short mit dabei, auch für nachts oder abends im Camp. Ebenfalls von Decathlon, finde ich für die Preis-Leistung immer ganz gut. Eine Outdoor-Hose, wo ich die Beine abmachen kann. So habe ich eine kurze und eine lange Hose mal mit dabei. Die wiegt auch recht wenig. Ziehe ich dann aber in der Regel nur abends an oder morgens vielleicht mal. Einmal noch einen Waschlappen. Auch immer dabei, weil super praktisch und vielseitig. Schlauchtuch oder ein Buff. Und dann kommen wir schon zu meiner Powerbank. Die habe ich immer sattelnah in der Tasche drin, einfach weil sie recht schwer ist mit 350 Gramm. Hat dafür aber auch ca. 27.000 Milliampere-Stunden. Ich kann zwei Geräte gleichzeitig laden, kann mit USB-C oder normalen USB laden und hat nochmal so ein Solarpanel drauf, so ein kleines. Fand es am Anfang irgendwie ganz cool, ist glaube ich am Ende nur so ein bisschen Spielerei. Ich habe es bisher nie gebraucht, einfach weil die so viel Kapazität hat. Man kann sie jetzt in die Sonne legen, man sieht es jetzt, dann fängt sie an zu leuchten. Das heißt, theoretisch lädt sie jetzt gerade. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sie wirklich bräuchte. Aber so 27.000 Milliampere-Stunden, da kommt man schon richtig weit mit. Guter Kompromiss aus Gewicht und Kapazität, 53 Gramm. Es gibt auch welche, die wiegen 500 Gramm und haben nicht mehr Kapazität. Trotzdem noch ein fairer Preis. Die hat mich bisher auch noch nicht im Stich gelassen. Das war's. Die Taschen sind leer. Das ist alles, was ich für eine einwöchige Bikepacking-Tour brauche. Falls ihr noch Ideen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten geht es hier oben zum Bike-Setup und zum Thema Hygiene und Tour weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.